Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 3. September 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann. Die Wassermann-Geborenen sollen auf ihren Gefühlen achten, die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren. Ein Gleichgewicht braucht auch die liebe Partnerschaft, das heißt auf anderen zugehen, zuhören, Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Auf einer Reise können die Wassermann-Geborenen Hindernisse haben. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas im Fluss. Die fühlen sich ein bisschen unsicher und sie brauchen auch die Ruhe und den inneren Gleichgewicht. Sie sollen auch diese Unsicherheit überwinden und auch die Emotionen, was mit der Vergangenheit noch etwas zu tun hat, das überwinden und abwarten. In die kommenden Tagen kommt die Bewegung. Im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die haben auch Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Eine Nachricht ist auch zum Erwarten. Und sie bekommen jetzt gerade auch die Leichtigkeit, das sind Veränderungen, Umbrüche, aber die Wiedergeborenen sollen noch für einen Moment zurückblicken in die Vergangenheit. Im Tierkreiszeichen Stiergeborenen, sie fühlen sich momentan kraftlos. Es ist alles unbeweglich. Die Stiergeborenen haben das Gefühl, die Luft geht aus. Aber wo liegt die Kraft? Im Inneren und in die Ruhe liegt die Kraft. Und genau das brauchen momentan die Stiergeborenen. Geduldig zu sein, die Ruhe bewahren und diese inneren Kraft spüren. In den kommenden Tag kommt schon etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich die Leichtigkeit. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber haben auch Glück in die beruflichen Situationen. Eine Nachricht ist zum Erwarten. Die Zwillingsgeborenen sollen darauf achten, dass sie ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren und nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich etwas unsicher. Sie sollen Freundschaften pflegen, Kontakte, im Freizeit etwas unternehmen, weil das gibt Glück, gerade bei den Krebsgeborenen. Bei Beruflichen kommt etwas Neues, aber ein bisschen Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben neue Möglichkeiten und Chancen. Und das sollen sie bewusst wahrnehmen. Es bewegt sich einiges, auch in die liebe Partnerschaft, aber auch in die beruflichen Situation. Sie haben auch Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Eine Nachricht kommt, es nähert sich etwas. Es ist auch möglich, dass verlorene Gegenstände wird wiedergefunden. Es kehrt nämlich etwas zurück. Im Reise sind aber Hindernisse. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen brauchen Klarheit, Sicherheit und Stabilität. Ein Nachricht kommt wieder, ein bisschen Geduld noch. Es dreht sich etwas, es kehrt bald etwas zurück. Hier gilt auch, dass bald ein verlorener Gegenstand wieder gefunden wird. Also nicht unsicher sein, aber auf diesen richtigen Moment warten. Die Jungfrau-Geborenen haben gerade die kreative Phase und sie sollen auch den Mut und Kraft haben, das Umsetzen in Realität und dabei auf den Intuitionen hören. Die Waagegeborenen haben gerade Glück. Auch Kraft und Mut, auch bei der Liebe, eine Nachricht ist zum Erwarten und sie bekommen einer bestimmten Situation
recht. Und diese Leichtigkeit spüren gerade die Wagengeborenen. Bei Skorpiongeborenen ist jetzt Unbeweglichkeit. Etwas ist unbeweglich. Sie sollen ein bisschen geduldig sein. In kommenden Tagen kommt etwas im Fluss. Die Skorpiongeborenen fangen an zu zweifeln, weil sie empfinden das als Hindernis. Es ist kein Hindernis, sondern sie sollen gerade Ruhe bewahren und mal die innere Kraft spüren. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind Wünsche, Sehnsüchte, es ist alles erreichbar, es nähert sich, es kommt etwas in Form. Die Schützengeborenen bekommen Bestätigung, spüren auch die Leichtigkeit, haben eine gute Zeit für Liebe, Partnerschaft und eine Nachricht nähert sich auch. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, auf die Ruhe achten und auf die Lebensfreude sich einlassen, weil das gibt Kraft gerade für die Steinbockgeborenen. Aber erstmal abwarten und auf die Gefühle hören, wann ist der richtige Moment, aktiv zu sein. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Und das, was ich jeden Tag in mein Tageshoroskop vermitteln. Aber das ist nicht maßgeschnitten, weil jeder Mensch ist einzigartig und wirkt anderes. Natürlich, das genau untersuchen sollte man auch vergleichen mit dem Geburtshoroskop. Wohin führt die Reise? Gibt es da noch Hindernisse? Wie bewältigt man das auch? Wie schaut es aus mit Liebe, Partnerschaft? Und all diese Fragen kann ich Ihnen beantworten. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn das schnell gehen sollte, bin ich auch telefonisch in mein Hotline erreichbar. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.